Ja, am Ende muss man, glaube ich, mit dem 1-1 leben. Wir haben, muss man sagen, die ersten 10, 15 Minuten komplett verschlafen. Und das ist dann ärgerlich, wir haben uns viel vorgenommen. Aber wir sind dann gut zurück ins Spiel gekommen und haben dann auch verdient das 1-1 gemacht. Und mit ein bisschen Glück machen wir hinten raus vielleicht sogar noch das 2-1. Wir wussten, dass es eklig ist, gegen die zwei Stürmer mit jeweils 1,90 Meter zu verteidigen. Ja, und das machen sie dann im Endeffekt auch ganz gut. Und ja, sehr überraschend, dass das Tor so früh fällt. Aber wie gesagt, Kompliment an die Mannschaft, dass wir dann Moral gezeigt haben und dann auch direkt das 1-1 gemacht haben. Er hatte zum Schluss noch sehr gute Möglichkeiten, auch hier 3 Punkte zu holen. Woran ist es gescheitert am Ende? Ja, weil wir kein Tor geschossen haben, dann hätten wir 3 Punkte geholt, keine Frage. Aber wie gesagt, mit dem 1-1 können wir eigentlich ganz gut leben. Wir haben die letzten Spiele gezeigt, dass wir auch gewinnen können. Und heute haben wir einen Punkt eingefahren und dann geht es nächste Woche weiter. Ich glaube, dass wir mit unserer Teamleistung schon zufrieden sein können. Letztendlich war dann trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr drin zum Schluss, weil wir echt gute Möglichkeiten hatten. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit. Ihr habt sehr früh das erste Tor kassiert. Was ist da passiert? Ja, genau das, was Zwickau ausmacht, haben sie in der Szene halt gezeigt. Habe ich jetzt schlecht vor Augen, wie es genau passiert ist. Auf jeden Fall dann ein Abschluss von Ronny König. Sehr, sehr schade, dass wir sonst ins Spiel gestartet sind, aber umso besser, wie wir uns danach verkauft haben. Ihr habt dann sehr gut reagiert und Zwickau sehr gut unter Kontrolle bekommen, das 1-1 erzielt. Was hat gefehlt zum 2-1, um hier heute 3 Punkte mitzunehmen? Ja, das zweite Tor leider. Ansonsten haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht. Wir standen ziemlich gut, haben sehr viele Tormöglichkeiten gehabt und leider ist er halt nicht reingegangen. Jetzt geht es weiter gegen 1860 München. Wird das dann auch der erste Heimsieg? Ich hoffe es ja. Also wir arbeiten Woche für Woche dran und hoffen, dass es dann letztendlich nächste Woche Samstag soweit ist. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.